Jo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde 8 SG auf das DMC. Heute mal wieder so ein bisschen Classic Survival Games, weil wir das auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Und ich würde sagen, es geht los. Holzschwert. Herzlich willkommen. Heute bin ich der Seriöse. Also überhaupt keine Dummheit. Das könnt ihr schon mal vergessen, vor allem der Mindplayer, der macht die Dummheit. Ja genau, schön erstmal schön auf eine Insel laufen, weißt du das? Ist auch mal so eine Alternative. Boah, Alter, die Maps bei Dust MC. Ach, der SG, kannst du mich aber zum Arsch lecken. Die hasse ich. Immer sind das irgendwelche Inseln, wo du einfach nicht klarkommst. Aber wenigstens noch mal ein bisschen Stuff. Vor allem eine Waffe, das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja, toller Start, würde ich mal meinen. Das ist wahrscheinlich eine sehr kurze Runde, glaube ich. Keine Ahnung. Vor allem auch wieder First Try. Und, ja. Ich möchte dir mal kurz was sagen. Und zwar etwas, was mich schon irgendwie anmacht. Und zwar, ach man, da war eine Truhe. Da war ganz sicher eine, aber ich bin einfach dumm. Deswegen renne ich jetzt Jump'n'Runs in Survival Games. Das ist nie so eine schlaue Entscheidung. Auf jeden Fall, leck mich am Arsch. Wetten, der Typ hat Brustpanzer und alles. Und ich komme hier mit geilen Leder. Boah, da war das knapp. 500 Abos, Leute. Endlich. Geil. Ihr merkt die krasse Partystimmung in mir. Aber nee, ich freue das echt jetzt. Und ich bin einfach... Es ist übel geil. Weil... Ja, das 500 ist... Wow. Schon eine große Zahl mittlerweile. Und das wird auf jeden Fall ein Special folgen. Wo ich zeigen werde, auch zeigen werde, wie das denn alles, wie ich denn gelebt habe, bevor ich YouTube gemacht habe, weil YouTube mein Leben ist jetzt schon noch etwas verändert, nicht komplett, aber etwas verändert hat. Ja. Ich wollte noch kurz, ich mach das Peace-Zeichen. Ich wollte noch kurz hinzufügen, dass ich ja beim Friseur war, das habt ihr sicher schon bemerkt. Und ja, auf jeden Fall wegen YouTube, das habt ihr, ist auf jeden Fall schon ein Einschnitt, würde ich mal meinen. Fisch, bleib hier! Fisch! Mein Fisch! Mann, wie behindert bin ich eigentlich? Auf jeden Fall, ja, ist das schon echt krass, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Und, ja, deswegen, ich werde jetzt im Abo-Special dann auch noch so halt eben zeigen, was ich mit meinem Leben gemacht habe, bevor ich YouTube gemacht habe. Also vor allem die Zeit, als ich YouTube auch machen wollte. Das war echt so eine Sache, bis ich wirklich mit YouTube richtig angefangen habe. Denn zum Beispiel hatte ich dann noch damals noch einen sehr schlechten PC, der es nicht hingekriegt hat, was aufzunehmen. Was mich immer richtig traurig gemacht hat. Und ja, das waren alles so lustige Zeiten. Und vor allem mit meiner Stimme. Ich war ja noch jung. OP-Boy. Ich bin der OP-Boy. Dann treffe ich halt noch schnell einen Hacker. Und dann einen Abstauber, oder was? Ah, nee, da war doch ein Spieler, oder? Oder bin ich jetzt behindert? Ja, ich bin behindert. Auf jeden Fall, Leute, ist auf jeden Fall richtig geil, ja? Und, ich werde auf jeden Fall danach auch noch Informationen über die Minecraft-Parodie, ankündigen. Ich habe mich auch beschäftigt. Ich habe mich 100% beschäftigt. Warum bin ich auf einmal on? Alter, ist diese Folge behindert. Also, jetzt um einfach zum Punkt zu kommen. Ich zeige, was ich so gemacht habe, bevor ich YouTube hatte. Und noch mehr Infos über die Minecraft-Parodie. Und ich zeige noch mehr Infos über die Minecraft-Parodie. Und auch sogar noch ein paar mehr Szenen. Weil ich einfach zeigen will, dass die Parodie vorangeht, weil mittlerweile bezweifeln ja viele, vor allem auch jetzt in der Schule, wird immer so klar, ja, wann könnten denn die coole Minecraft-Parodie, ja, tja. Richtig ungläubig, aber ja, egal. Das geht richtig voran mit der jetzt, jetzt habe ich ja wieder Motivation für die Parodie und habe jetzt mittlerweile, warte mal, eine Minute über... Also habe ich... Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich mit in knappe zwei Wochen, ein bisschen weniger als zwei Wochen, habe ich jetzt 11... Oder waren es 14 Sekunden geschafft. Und ja,
jetzt geht's echt ordentlich voran. Vor allem macht es Spaß und ich möchte dann auch erwähnen, dass ich jetzt auch Livestreams mache, was immer, wenn ich jetzt mittlerweile dran arbeite. Was immer, wenn ich jetzt mittlerweile dran arbeite an der Parodie, livestream ich das. Dann könnt ihr da mal zuschauen. Link, mein Twitch-Link ist ja in der Beschreibung. Ihr habt ja gute Rüstung. Ja, ich geh jetzt erstmal abstauben. Hehehe, der kann dich mal abhauen, der arme Typ. Oh, ein Dia-Schwert hat er? Gib doch mal. Dankeschön. So. Alles first try, wie geil. Das war ja ich. So, ich behinderter Abstauber. Das ist in letzter Zeit schon lustig, jetzt in meinen letzten Videos war ich immer so ein Abstauber oder so ein Camper. Und dann immer in den Kommentaren. Das Abstauber, dislike. Das Camper in letzter Jump Geek, dislike. Aber gut. So bin ich halt. Ja, eigentlich. Klar, ich weiß, wie das ist, abgestoppt zu werden. Aber, ja. Trauriger Moment. 5 Goldäpfel. Trauriger Moment. Boah, yo, hoffentlich habt ihr das nicht gehört. Bei mir ist einfach gerade so ein fetter Traktor vorbeigefahren, Alter. Wenn dazu bringt, trotzdem gar nicht, weißt du? Ich lebe an so einer Hauptstraße, wo gefühlte 10 Tonnen Fahrzeuge mit ihren Rädern, die irgendwie die Straße direkt kaputt machen würden. So bebt die Erde teilweise, Alter. Ja. Lustiges Leben, hä? Auf jeden Fall, du sag mal, was eigentlich wieder los heute? Irgendwie bin ich gerade überhaupt nicht in Lava, so in meinem Element, weißt du? Vor allem, weil Labern immer schon so mein Element war. Jedenfalls werde ich jetzt im 500 Abo-Special echt so einiges Lustiges zeigen. Ich hoffe, ich finde auf jeden Fall auch was. Denn dann zeige ich auch vor allem, so wie ich ja dazu gekommen bin, dass ich dieses ganze YouTube mache, weißt du? Es war auf jeden Fall auch eine Zeit hin, bis ich auch wirklich konnte YouTube machen, weil ich bin ein perfektionistischer Mensch und ich hatte eben zum Beispiel mit meinem alten PC so eine Framerate von 15 FPS und das hat mir halt nicht gereicht und ich habe halt Singleplayer aufgenommen und nee, kannst du mir am Arsch lecken, da habe ich halt keine Lust drauf gehabt. Ach komm, Maxi zockt, hab doch mal Erbarmen. Der bemerkt mich halt einfach gar nicht, weißt du? Und voll produktiv ist er übrigens auch noch. Nein, Junge, ich bin so ein Bogen-Pro, Alter. Nö, mein lieber Freund. Kein Team, Dia-Schwert. Ja. Ich glaube, die Runde haben wir. Könnte sein. Schade, ich wollte jetzt doch wenigstens einen Goldapfel essen, aber anscheinend habe ich den gar nicht gebraucht. Zweites Face über beim ersten Mal, würde ich mal meinen. Ja gut, Leute, ich war ein bisschen behindert, ich weiß, aber ich hoffe, ich hab's verstanden. 500 Abo-Special kommt, ich zeige was vor YouTuber und ich zeige vieles über die Minecraft-Parodie, vielleicht ein bisschen zu viel, ich muss genau überlegen, was ich da poste. Schaut auf Twitch vorbei, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie die Parodie auch wirklich, also wie die Story echt ist, weil dort seht ihr natürlich dann auch, wie die genauen Szenen, dort seht ihr dann alles, dort spoiler ich alles. Wenn ihr wollt, könnt ihr vorbeischauen. Und, noch kann ich am Schluss sagen, wann die kommen würde. Halbes Jahr noch. Sicher wird ihr noch ein halbes Jahr brauchen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber wenn es in dem Tempo weitergeht, haben wir es vielleicht in 3-4 Monaten. Das klingt echt weit, ich weiß. Und auch für mich ist das so eine riesige Sache und ich muss mich immer wieder motivieren, um wirklich zu denken, das schaffen wir, das ist so ein riesiges Projekt, aber das schaffen wir. Ja, Leute, ich würde mal meinen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es war eine lustige Runde, weiß ich nicht, ob es auch für euch lustig war. Das zeigt es mir mit in der Bewertung. Ich würde mal meinen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.